So, hallo. Die Aufnahme läuft. Wir machen weiter mit einer Folge I Wanna Make It. Ich wollte eigentlich. Was war das denn? Wow. Da hat sich meine Stimme gerade verabschiedet. Ich wollte eigentlich schon länger wieder aufnehmen. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ihr gemerkt habt. Jetzt bin ich gerade. Wo ist er? Hier, Erik. Dann muss ich auf Playlist. Nee, Quatsch, wie muss ich das machen? Wie komme ich an seinen Level ran? Playlists? Maker? Nee, ich will ja nicht die Play. Ich hab schon wieder vergessen, wie das ging. Wait a moment. Wir haben das gleich. Following. So, und da will ich jetzt bei Erik. Level von ihm. Ach, hier war das. Okay, ich habe es eher gefunden als das letzte Mal. Immerhin, ich habe es ein bisschen schneller gefunden als das letzte Mal. So. Sort by. Wie habe ich das letztens. Oh, verdammt, wie habe ich das denn letztens sortiert? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das sortiert habe letztens. Auf jeden Fall war ich. So irgendwie, ne? Wait, nee, so kann es nicht sein. Dann was so. So kann es auch nicht sein. Jetzt geht es ja von Diffi. Ach ja, Sort nach Easiest. Ja, gecheckt. Genau. Und dann haben wir die hier alle übersprungen, weil das nur hauptsächlich so Bildchen waren und so weiter. Und genau, das war das Wasserlevel, das war das letzte. Dann gehen wir einfach, machen wir hier ein bisschen weiter. Machen wir hier ein bisschen weiter und gucken mal, was passiert. Und ich erzähle dabei ein bisschen was. Ich drücke mich nämlich gerade vor der nächsten Isaac-Aufnahme. Ich habe aufgenommen bis Part 66. Okay. Ach so. Ach so. Ah. Und Part 66 ist. Ah, ich entscheide wirklich selber, wo die stoppen. Oh, interesting. Part 66 ist sehr speziell. Also, uff. Ich weiß noch nicht, wie der ankommen wird. Ich bin etwas. Ja, wir werden sehen. Ach, ja, moin. Nee, das haut nicht hin. Das könnte hinhauen. Ja, Part 66 ist. Ach, verflucht. Ist sehr speziell geworden. Und, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ihr werdet es einfach dann sehen, wenn es soweit ist. Ihr werdet es einfach sehen, wenn es soweit ist. Und. Ach, ich hab da nicht drauf geachtet. Ach, leck mich da. Okay, die unten passen wieder nicht. Die unten sind okay, die da in der Mitte sehen, gefallen mir nicht. Nee. Irgendwelche passen immer nicht, das ist ja furchtbar. Jetzt sieht's okay aus, mal gucken. ja. Jedenfalls drücke ich mich da gerade davor. Sonst hätte ich jetzt eigentlich wahrscheinlich. Isaac weiter aufgenommen, weil ich bin schon gerade ein bisschen Isaac-süchtig. Gebe ich ja zu. Ah, das haut ja. Ich muss wirklich überall. Ich muss jeden Weg mir angucken und schauen, ob das funktionieren würde. Ja, sieht okay aus. Oh, shit. Ja, es war klar. Es könnte funktionieren, aber da ist eine ziemlich fiese Stelle in der Mitte. Oh, nice. Gut, ja, dann haben wir es jetzt aber. Jetzt haben wir es aber wirklich. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Auch du nicht.
Mach ich ja. Okay, sehr schön. Interessantes Level. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich schon gar nicht zu sagen. Ich wollte jetzt auch gar nicht lange über Isaac reden. Nur, dass ich mich davor gerade drücke, weil ich noch nicht weiß, wie Part 66 ankommen wird. Ob mir danach überhaupt noch jemand zuschauen will. Ah ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Das ist ein ganz spezieller Part. Ah ja. Eigentlich fängt es schon mit 65 an, aber naja. Ja. Ja, keine Ahnung. So, ja, das war doch mal einfach. Es war einfach. Ich bin nur kurz erschrocken, aber es war einfach. Alles gut. Alles gut, ich bin nur kurz erschrocken. 27 Sekunden ist der Rekord. Nee, das lassen wir. Tribute to Super Guy. Okay, 37 Sekunden Level. Rein da. Alles klar. Ja, okay. Ich habe nicht gesehen, dass es ein Troll-Level ist. Aber umso besser. Okay. Ach. Too slow. Nicht too slow, eigentlich nicht. Too weit gesprungen. Too far. Hui. So. Tut ihr irgendwas? Gott, irgendeine von den Scheißstacheln muss was machen, ansonsten ist er überhaupt kein Hindernis. Save die oberste. Okay, es macht gar keine was. Ah, was ist das schön? Diese Scheißdecke immer. Meine Nerven. Okay. Da, bidup, 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 bidup. Und Abflug. Wie viele von den Äpfeln werden sich gleich bewegen? Keine. Okay, jetzt kommt ein Boss. Den ist, ich glaube, das ist es einfach aushalten. Da muss ich was tun. Ich greife einfach mal an. Weil viel mehr kann ich nicht tun. Aber ich habe... Ach, da ja doch, da oben ist eine Anzeige. Alles gut, da oben ist eine Anzeige. Ich kann aber überall hinschießen. Also dieses ganze Ding ist einfach, okay, ist einfach ein kleiner... Ein kleiner Easy-Boss. Tschüssikowski. Super geil, come back. Okay. Gut. Let me show you how to scratch. Das sieht wieder aus, wie wenn es einfach, ja, einfach ein Bildlevel wäre. Das lassen wir dann einfach so stehen. Das haben wir schon gespielt. Blind in the Night. Okay, das sieht... Okay, das sieht nicht kurz aus, aber es lässt sich scheinbar kurz regeln. Oh mein Gott, nein. Aber den Effekt hast du eine Zeit lang gemocht, scheinbar. Oh nee. Aber in 9 Sekunden ist da einer durchgerannt? Ist der ein bisschen wahnsinnig? Okay, ich meine, ich kann... Ja, okay, doch, man kann es in 9 Sekunden, kann man verstehen. Aber das will ich mir jetzt mal angucken. Den Rekord schauen wir uns jetzt mal an. Da. Ob der eine Abkürzung gefunden hat oder wirklich einfach straight durch ist. Okay, er ist einfach straight durch. Sick. Alles klar. Er ist einfach straight durch.
Gott, PUBG Droppingware. Das ist auch wieder nur so ein... Nur so ein Event-Level, sag ich mal, ne? Aber wo ist das Ziel? Also nach 7 Sekunden kann man beim Ziel sein, dann ist es nicht in der Luft. Ach, bestimmt hinter dem Viech. Nee. Oh, ich kann den kaputt machen. Aha. Ich kann die Viecher kaputt machen, oder was? Oh, Ah. Muss ich ja richtig kämpfen hier. Ah ja, okay, okay, man muss alle besiegen. Okay, cool, 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 cool. Okay. Ja, dann haben wir ganz viele von Erik schon gespielt. Jetzt, wir werden uns ja Stück für Stück in die schwierigeren begeben, ne? Deswegen ist es ist ja aufbauend. Deswegen habe ich gedacht, wir fangen mal mit den leichten an von ihm. Dann kommen wir Stück für Stück auch in die schweren. Und dann habe ich auch mal von ihm einige Level gespielt. Ich habe ja vorher ganz viel von Echo Mask gespielt, dass Erik hier auch mal... Huch. Mach dich mal. Wow, yo, okay, ciao. Aber so war das gedacht. Zwar nicht ganz so verrückt, aber Hauptsache weg. Was ist passiert? Okay. Ach, die tun weh. Weil normalerweise tun die ja nicht weh, ne? Das ist das Ding. Oder tun die normalerweise auch weh? Keine Ahnung. Ich hätte nicht gedacht, dass die wehtun. Deswegen war ich gerade iri... Wait, aber... Ich muss ja da... Hä? Wie soll ich da hochkommen, wenn ich die nicht berühren darf? Nein, das war nicht, was ich wollte. Also ich kann nicht von denen abspringen. Ich hätte jetzt gedacht, ich kann von denen abspringen. Aber scheinbar haben die alle so eine... Ja, so ein Ding um sich rum, dass wenn ich die berühre, dann killen die mich einfach komplett weg. Ach, geh heim. Jetzt lassen wir die erstmal hier durchrollen. Ist ja in Ordnung. Don't come to me. Dann mach dich in... Irgendwo in den Abgrund. Irgendwo in den Abgrund. Ja, so ist gut. Aber der kann einfach weg. Gut, hier kann ich eigentlich auch einfach drunter durch. Und dann den einfach wegzünden. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Die tun auch weh, ne? Ach, die tun nicht weh. Ja gut, dann hat sich die Sache ja schon erledigt. Da kommt jetzt dauerhaft welche raus. Können die zu mir rüber? Ja. Mit genug Schuss können die zu mir rüber. Alles klar. So, tschüss. Aber dann ist ja die Geschichte logisch, dann ist es ja easy. Kann man einfach hier durch, so. Ah, ich habe vergessen, wie man da hochkommt. Wie, nochmal drücken, ne? Ah, ja, ja, genau, dass das sich hochzieht. Ja, jetzt muss ich da halt durchkommen. Am besten die nicht anschieben. Oh, die tun sich selber, die tun sich selber. Die tun, tun.
Tschüss. Irgendwie satisfying, denen zuzugucken, wie sie da in den Abgrund zischen. Tschüss. Oh, dich kann ich einfach lassen da. Du juckst niemanden mehr. So, hoppi, 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 hopp. Oh, das. Wobei, kann ich die eigentlich so. Kann ich die komplett durchdrehen lassen, dass die einfach sich gegenseitig. Ich glaube, das war nicht die beste Idee, die ich hatte. Die können ja nicht, also die können sich nicht gegenseitig eliminieren. Und die haben da oben halt auch keine Fluchtmöglichkeit. Ich glaube, wenn ich die da verrückter mache, dann werden die nur verrückter. Eigentlich will ich ja, dass die das gerade nicht sind. Wir probieren es mal. Vielleicht kriege ich sie ja auch so verrückt, dass sie sich gegenseitig einfach stoppen. Und dann liegen bleiben, komplett still. Guck mal, weil die waren immer langsamer. Oh, ich könnte Glück haben, dass die gleich. Ja, perfekt. Und jetzt juckt es die überhaupt nicht mehr, wo die sind. Ja, easy. Oh, Junge. Okay, der kommt da immer wieder hoch. Also, das ist jetzt komplett random, dem auszuweichen. Okay, easy. Uff. Kommt da was? Passiert da was? Okay. Jetzt kommt ein Bossfight, ja? Ist wie Mega Man Stage aufgebaut. Ach so, heißt auch Padboy Man Stage. Ja, lul. Sehe ich jetzt erst. Ist wie eine Mega Man Stage, richtig. Okay, der hat auch eine Energie. Ah, das ist ja ein cooler Boss. Den mag ich. Der ist interessant. Weiß halt nicht, ob man gegen den eine Taktik fahren kann. Aua. Oh, lol. Kann ich den vorher. Ah, ich kann den vorher schon so ein bisschen dafür sorgen, dass der abgeht. Wie Schnitzkatze. Und dann kann ich nämlich hier in der Ecke bin ich dann nämlich komplett safe. Ja, ist ja easy. Sehr gut. Ja, hier in der Ecke ist alles easy. Sehr schön. Ich hatte ein bisschen bedenkt, dass wenn der Boss kaputt ist, dass die Platten verschwinden. Aber dann konnte man sich wirklich wie ein feiger Hund in der Ecke verkriechen. Sehr gut. Zack, weiter im Programm. Gut, das war die Padball Man Stage. Dann haben wir Spring Factory. Dem Weltrekord nach auch ein eher kurzes Level. Da wird man erstmal beschossen. Aber muss ich hier einfach aushalten? Weil ich. Okay, alles klar, ich muss aushalten. Verstanden. Bis zum Spring. Ich hoffe, dann kommen ein paar mehr Springs, nicht nur eins. Nein! Oh nee, jetzt kommt die ganze Kacke nochmal. Okay, also ich muss den wirklich erwischen danach. Das war dumm. Das war ein Doppelsprung zu bald. Aber interessante Idee. Ah, niemand. Nice. Okay. Das sieht auch interessant aus. Das ist immer das Gleiche. Also sind die immer zwischen. Nein, die sind mal zwischen. Ah, nee, doch, sind immer das Gleiche. Oh ne, manchmal sind auch zwei dazwischen scheinbar. Oder es ist Zufall. Oder so wie ich, wenn ich auf eins draufspringe oder so vielleicht, dass es dann umspringt.
Auf jeden Fall muss ich immer mehrere mit einem Mal nehmen, sonst haut es nicht hin. Aber ich habe ja auch... Ja. Mit Doppelsprung ist das ja richtig easy. Ja, moin. Ja, das war klar. Okay, cool. Hops. Hops. Nein. Moin. Hops. 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 Ja, ich möchte eigentlich in den Ferien schon ein bisschen mehr Iwana aufnehmen, aber ich kann nichts versprechen. So. Okay, ein Level machen wir noch. Und zwar Consumed. Oh, das war ein sehr kurzes Level. Vielleicht machen wir ein zwei Level noch. Ja, das ist ja wirklich ein sehr kurzes Level. Okay, ich habe was konsumiert und dadurch sehe ich jetzt Dinge anders. Okay, ich wollte gerade sagen, sind das jetzt wieder Bälle, die mir wehtun, oder sind es einfach nur Bälle, die Dinge tun? Wait, wie soll ich da durchkommen, wenn der solche Sachen mit mir macht? Wie kann ich verhindern, dass der da hingeht? Guck mal, der geht automatisch dahin, aber ich meine, gut, das ist eine Lücke, die kann man, glaube ich, schon springen. Aber die ist schon fies. Vielleicht soll ich dann doch wieder zurück. Vielleicht muss ich da was auslösen und dann gehe ich wieder zurück. Das kann natürlich sein. Wir probieren es mal aus. Jetzt löse ich den aus, jetzt gehe ich zurück. Gehe davon aus, dass jetzt am Start irgendwas anders ist. Aber dem ist nicht so. Muss ich echt da durch? Oder muss ich einfach schneller sein? Oh, okay. Lass mich in Ruhe. Och, nö. Also den Effekt hast du echt gemocht, aber och, ich wollte gerade sagen, hier ist der Effekt ein bisschen einfacher, weil man mehr sieht, als es ist nicht so in der Höhle, man sieht so außenrum noch alles. Oh nee. Gut, das ist definitiv das letzte Level. Zum Glück kommt der Dunkelheitseffekt noch nicht an der Stelle. So, der Teil hier war einfach. Aber jetzt. Nein, ich. Zwei Sprünge. Zwei. Wait, wie geht's denn dann überhaupt? Hä? Stopp, wie geht's denn dann da hinten über? Ach so. Ja, geht der hier auf, der geht ja hier auf, der Dings. Ich wollte gerade sagen, wie geht's da überhaupt weiter? Alles klar. Okay. Nee. Nee. Aber wäre frech, wenn die Bälle auch so wehtun würden wie die anderen Bälle. Wäre frech. Aber lustig. Ich meine, würde man es schaffen ohne so einen Ball? Ja, doch, würde man schon schaffen. Ohne so einen Ball zu berühren. Nein, ich habe ihn wieder berührt. Ich würde sagen, wenn man es müsste, würde es schon gehen. So, jetzt wieder. Jetzt wieder der Müll hier. Nein, ich habe gedacht, es passt.
Ah, ich hab's vergessen. Ich wollte es ja testen, ob es geht. Ah! Okay, bisher habe ich keinen berührt. Ah, jetzt habe ich einen. Ja, okay. Na, okay, den habe ich schon jetzt am Anfang berührt. Ich müsste den halt erstmal wegschießen, so. Ja, das wäre wirklich kein Problem. Man könnte die ja problemlos wegschießen. Ja, gut, wenn ich den jetzt halt... Ja, es ist egal. Grundsätzlich würde es gehen. Ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Die hier am Anfang schieße ich einfach weg. Ja, easy. Und dann sind sie halt weg. Und kommen nicht mehr zu mir. Ja, gut, den hätte ich jetzt wieder berührt, aber grundsätzlich könnte ich den einfach verziehen. Also grundsätzlich wäre es kein Problem, die loszuwerden. Okay. Hat mich ja nur kurz interessiert. Dann sind die hier wirklich nur Deko. Denn die haben nicht mal einen Einfluss auf meine Bewegung. Sind wirklich nur reine Deko. Bin ich aber auch so sehr froh, dass die Deko sind. Ach, komm schon! Lass mich da hinten durch. Will doch nur hier durch, dankeschön. Lass mich in Ruhe. Nee. Ja, so. Okay. Nein! Okay. I got this. So. So. Nee. Mein Gott, diese Stachel da hinten. Ah. Zum Glück ist es nicht weit bis dahin. Aber deswegen laufe ich es auch immer umso rücksichtsloser, also umso unvorsichtiger laufe ich es auch immer ab. Eben weil es nicht weit nach hinten ist. Das meine ich. Das war ein komplett unvorsichtiger Sprung. Wäre das so der letzte Sprung in der Runde und ich hätte ihn so gemacht, dann wäre ich mir sehr böse. Ja, moin. Lass mich in Ruhe. Okay. So. Ich war felsenfest überzeugt, dass es passt. Den ersten Sprung habe ich doch sonst immer hinbekommen. Es war doch bisher nur der zweite, den ich verhauen habe jedes Mal. Warum verhaue ich denn jetzt den ersten immer öfter? Mann, das ist doch der letzte Sprung dann. Außer da oben passiert noch mal was, aber es wirkt nicht so. Och, komm schon. Es muss immer dieses berühmte "Wir machen noch ein Level" sein. Was dann einfach doch noch mal plötzlich dauert. Oh, aber der Effekt da oben war wieder notwendig. Nein! Ich glaube, bald habe ich dann auch alle Äpfel da oben durch. Beeren. Okay, so. So. So, nur noch der hier. Triggert.
Ist doch eigentlich alles nicht so schlimm. So. Lass mich in Ruhe. Okay. Das war nochmal aufregend zum Schluss. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.